Lieber Herr Hieronymus, man sieht, du bist ein Gast bei uns im Kloster, das ist ein ganz anderes Gewand. Stell dich kurz vor, bitte. Ich bin ein Augustiner Chorherr aus dem Stift Herzogenburg. Mein Name ist Herr Hieronymus. Ich bin hier Gast, weil ich schon 5 Jahre studiere die katholische Theologie auf der Universität Wien und darf hier bei euch wohnen und mitleben. Wir feiern heute das Fest des Heimgangs des Heiligen Benedikt, also erst am 21. März 547 gestorben. Und du hast heute auch mitgefeiert, und zwar in deiner besonderen Kleidung. Kannst du das vorstellen, was es ist? Also wir Chorherren sind die zweite Lunge, wie das schön Papst Johannes Paul II. Gesagt hat über die Ostkirche und Westkirche. Bei uns Ordensmenschen sind die zwei Linien, das ist das Mönchtum bei den Benediktinern und das kanonikale Leben der Priestergemeinschaften. Das repräsentieren wir Chorherren und es gibt dafür auch sozusagen Insignien. Das ist die Rochette, das ist ein Zeichen für das immerwährende Gebet. Dann ist die Mozzetta, das ist ein Zeichen unseres kanonikalen Ursprungs, weil wir ähnlich wie die Domherren versammelt sind um unseren Oberen und die Domherren haben den Domprobst, wir haben auch einen Probst. Und dann das Birett, weil wir eben eine priesterliche Gemeinschaft sind. Also, obwohl ich noch nicht Priester bin, darf ich schon das als Zeichen unseres Ordenslebens tragen. Das heißt, unterhalb des Rochettes trägst du noch einen Talar. Genau. Und wie viele Knöpfe hat der Talar? 33, zum Zeichen der Lebensjahre Christi. Genau, wie das bei Priestern ist. Im Kloster in Herzogenburg, wo du zu Hause bist, in Niederösterreich, habt ihr auch Chorgebet, Stundengebet, das heißt zu bestimmten Stunden des Tages, 3-4 Mal am Tag, trefft ihr euch und betet gemeinsam. Wie hast du das Leben in einem Benediktinerkloster, konkret im Schottenstift, empfunden? Wir treffen uns 3-mal am Tag, weil wir eher auf die Seelsorge ausgerichtet sind und viele Mitbrüder fahren dann auch in die Pfarren und den Rest beten wir privat, jeder für sich. Hier im Schottenstift habe ich gelernt und sehr gerne dabei immer gewesen, war und bin noch immer, das ausgeprägte, gesungene Gebet, das mehr auf die Betonung der Psalmen und wirklich das innere Gebet geht und auch die Gemeinschaft, die dann auch in Meditation in der Frühe, wo man die Vigil betet und dann kommt eine stille Meditation und man ist mit den Mitbrüdern in diesem stillen Raum, ist sehr beeindruckend. Unsere Zuseher werden sich sicher fragen, wie du nach Herzogenburg gekommen bist. Ich meine jetzt nicht das Verkehrsmittel, sondern wie sich deine Beziehung ergeben hat zu diesem altehrwürdigen Kloster. Du stammst aus Tschechien. Wie bist du überhaupt zum Ordensleben gekommen und gerade nach Herzogenburg? Ja, ich war in Tschechien Lehrer, hatte schon eigenes Leben und war Gymnasialprofessor. Für Tschechisch, in einer Stadt, wo Augustiner Chorherren Stift gab im 15. und 16. Jahrhundert. Und durch Interesse um das Kloster und wie die Chorherren heutzutage leben, bin ich nach Österreich gekommen und habe ich Herzogenburg kennengelernt. Die Gemeinschaft, damals mit Propst Maximilian Fünsin, und bin ich im Kontakt geblieben, öfter das Stift besucht und dann habe ich mich entschieden einzutreten, habe ich die Formation mit Noviziat und zeitlicher Profess gemacht und jetzt bin ich für ewig schon verbunden mit dem Haus und mit meinen Mitbrüdern. Ich habe gekannt natürlich das Ordensleben schon aus Tschechien, wo auch Benediktiner gibt, aber ich habe gesehen, für mich ist eher das Leben der priesterlichen Gemeinschaft geeignet und ich hoffentlich dafür. Wo in Tschechien gibt es Benediktiner? In Tschechien gibt es Benediktiner in Prag, auf Převnov, da ist ein Männerkloster. Auf Bílá Hora gibt es die Kommunität Venio, das sind Schwestern. Und dann gibt es noch in Mähren Reichrad. Das ist ein sehr schönes Kloster in der Nähe von Brünn und da gibt es auch eine kleine Gemeinschaft. Ja, heute haben wir im Kapitel darüber gesprochen, dass wir dieses Kloster besuchen werden, also der ganze Konvent Schottenstift wird hinfahren.
Vielleicht bist du da auch dort. Ja, ich habe schon früher mit Prior Augustinus gesprochen darüber und er hat mich gebeten, ob ich euch begleiten könnte wegen der Sprache und so weiter. Also sehr gerne bin ich sicher dabei. Vielleicht in einem Satz, was ist die Bedeutung von uns Ordensleuten für heute? Für mich war eigentlich, gab die Antwort Bischof Jan Baksand in Leitmeritz, als die geweihten Jungfrauen einführen wollte in die Diözese. Und sie haben ihn gefragt, warum wollen Sie uns hier haben, Herr Bischof? Und er hat gesagt, die Ordensleute haben eine wichtige Aufgabe. Sie müssen bezeugen, dass es den Himmel gibt. Und das ist unsere Bedeutung. Dankeschön, Herr Hieronymus. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns im Schottenstift bist. Ich freue mich auch und ich bin sehr dankbar dafür.